Gestern waren noch alle dabei bei der ORF-Elefantenrunde im Festsaal des Wiener Rathauses. 650.000 Zuseherinnen und Zuseher waren durchschnittlich an den Geräten mit dabei. Fast 2 Stunden lang haben sich die Spitzenkandidaten und die Spitzenkandidatin im Hauptabendprogramm gematcht. Ein letztes Mal wurde dabei im großen Rahmen um Wähler und Wählerinnen geworben. Die Elefantenrunde im Fokus der Medien, der klassischen und sozialen Medien. Ein großes Ereignis auch im räumlichen Sinne, Corona-bedingt aus dem Festsaal im Rathaus. Kurz vor Beginn, Fototermin, durchatmen, auftanken, los geht's. Schönen guten Abend, grüß Gott. Der SPÖ-Bürgermeister, der auch Bürgerliche anspricht, eine Vizebürgermeisterin, die aus dem Leben spricht. Ein paar Trotteln gibt es ja überall. Einigkeit erwartungsgemäß eher selten zu sehen. Wenn wir so weitermachen in Wien, dann wird es keinen Wintertourismus geben, dann werden die Aber das Geschäfte, sind jetzt nicht wir schuld für die Infizierten in Tirol, oder? Nepp und Strache, die sich voneinander abgrenzen und doch ähnlich klingen. Dass man jahrelang weggeschaut hat bei Parallelgesellschaften, die sich zu Gegenkulturen entwickelt haben. Willst du eine soziale Wohnung haben, musst du nur ein Kopftuch tragen. Am Ende des Wahlkampfes alle schon routiniert im Vertreten ihrer Positionen und dem Bemühen, die eigene Klientel anzusprechen. Das wird die zentrale Aufgabe in den nächsten Monaten sein, dass wir Arbeit schaffen und den Möglichkeiten den Menschen geben, auch Geld zu verdienen. Wenn Ihnen Parkplätze wichtiger sind als wie Parks und Freiraum und Klimaschutz, okay. Dann stehen war, Sie wenigstens das war, dazu, das war aber nicht mehr dieses Herumeiern. Wir wollen unsere Prinzipien umsetzen, die Frage von Gerechtigkeit für Leistungsträger, eine Integrationspolitik mit Hausverstand. Wir sind die Einzigen, die hier auf Bildung setzen und das auch stark thematisieren. Weil gute Schulen und gute Kindergärten sind die Startrampe für ein erfülltes Leben. Die Unternehmen können wieder gerettet. Wir haben jetzt 170.000 Arbeitslose in Wien. Was tut den Mächtigen am meisten weh? Ja, eine starke Stimme für das Team HC. Zum Thema, wer mit wem nach der Wahl unverbindlich SPÖ-Spitzenkandidat Ludwig. Ich trete ja nicht als Koalition an. Die grüne Vizebürgermeisterin will weiter mitregieren, mit Bedingungen. Und da gehört für mich der Abbiegeassistent dazu und das ist sicher eine der Koalitionsbedingungen. Im Wiener Wahlrecht vielleicht sogar die Möglichkeit besteht, dass der Herr Ludwig gar keinen Kandidaten braucht als Koalitionspartner. Ja, ich möchte mitgestalten. NEOS hat sich gegründet als Reformkraft, um auch etwas zu bewegen. Und so gesehen ist es, glaube ich, wichtig, hier auch eine starke Oppositionskraft zu sichern. Ja. Es wird eine Wiedervereinigung geben, aber am 11. Oktober, und zwar der freiheitlichen Wähler hinter der FPÖ. Maskenpflicht, ja oder nein, Flughafen, dritte Piste, Deutschförderklassen, Einigkeit nur in einer Frage. Sollen die Christkindlmärkte demnächst wieder aufsperren dürfen heuer? Da sind alle wollen. Und weil sich offenbar einige gefragt haben, wer da im Hintergrund des Öfteren gehostet hat, regelmäßig und bislang immer negativ getestet, heißt es, für die Wahl wünscht sich wohl jeder ein positives Ergebnis im Sinne von Stimmengewinn.